Hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode meines Pokémon Soul Silver Randomized Nuzlocke Let's Plays mit mir, Gimp. Und in der letzten Episode haben wir den Dukatia Radio Tower geklärt. Dukatia Radio Tower, ich habe jedes Mal ein Problem mit diesem scheiß Namen. Und wir haben das Team Rocket vertrieben, das da ja ordentlich für Stänk gesorgt hat. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir einen Anruf bekommen haben, während wir bei Lambda standen, der uns ja, ausgerichtet hat im Grunde, dass wir in der Safari-Zone jetzt weitermachen können, da das zweite Rätsel fertig ist. Und da werden wir uns diese Episode dran begeben, da ich sonst ehrlich gesagt nicht weiß, wie es anders weitergehen soll. Bis auf die Tatsache, dass wir noch zu den Strudelinseln können. Und ja, keine Ahnung. Wir da, glaube ich, auch noch nicht weiterkommen, da uns ja noch dieses eine Item fehlt, was der gute Mann erwähnt hat. So. Aber dann nochmal ein kleines Team-Recap für euch. Auf Level 34 haben wir den guten Felix mit Biss, Sonderwelle, Kopfnuss und Funkensprung. Auf 36 Energie, Fokus, Stärke, Schlitzer und Kreuzschere auf Sinko. 37 Eist mit Biss, Sandwirbel, Eissturm und Eissplitter, unser stärkstes Pokémon im Team zurzeit. Dann haben wir den Hawks noch in der Party, aber nur als VM Slife. Nur als Slife fürs Fliegen, da wir kein anderes Fliegen-Pokémon in der Bank haben und uns der gute Hawks leider letzte Episode hops gegangen ist. Hawks, hops. Naja, auf jeden Fall ist er leider ausgeschieden. Ja. Wir werden ihn brauchen, ansonsten werden wir eine ganze oder zwei Episoden damit verbringen, von Ort zu Ort zu laufen. Da haben wir auch definitiv keine Zeit und keinen Bock für. Oder drauf. Dann haben wir auf 34 Dago mit Surf-Aquarelle, Gena und Konfusion und unseren VM-Slave in der Party Ironhead mit Zertrümmerer, Kopfnuss, Whirlpool und Zerschneider. Wobei Ironhead legit in der Party ist. Das ist ein richtiges Partymitglied. Das ist kein Slave, den ich irgendwie aus dem PC genommen habe, damit ich ihn mitnehmen kann, sondern er gehört wirklich zur Party mit dazu. Außerdem könnt ihr sehen, wir haben den guten Hawks natürlich aus unserem Team-Crew bzw. aus unserem Layout entfernt, sodass keine Verwirrungen entstehen und ja, jeder Bescheid weiß. Spätestens jetzt. Oh, da bist du ja endlich. Ich bin mit den Planungsarbeiten fertig. Hör gut zu. Für den zweiten Test musst du einen Sandan fangen und es zu mir bringen. Was? Das erinnert dich jetzt doch ziemlich an den ersten Test, oder? Aber lass mich erstmal ausreden. Es ist nämlich gar nicht so leicht, hier einen Sandan zu fangen. Und genau da kommst du ins Spiel, beziehungsweise das hier. Mit dieser technischen hochentwickelten Maschine kannst du die Safari-Bereiche nach Lust und Laune neu gestalten. Ich nenne sie den Terra-Editor. Nach welchem Konzept sie funktioniert und was genau in ihr steckt? Tja, das bleibt mein Geheimnis. Aber keine Angst, es wird dir sehr leicht fallen, sie zu bedienen. Die Einzelheiten kann dir mein Mitarbeiter dort drüben erklären. Alles klar. Nein, Moment mal, tut mir leid. Ich hatte dir doch den zweiten Teil des Tests noch gar nicht richtig vollständig erklärt. Auf dem bisherigen Terrain der Safari findest du keine Sandan, aber genau da ist der Knackpunkt. Du wirst dir den Terrain-Editor zunutze machen müssen, um das Terrain der Safari zu verändern. Sondern findest du nämlich nur in der Wüste. Also dann. Alles klar, Kollege. Was sollst du mir erklären? Eigentlich nichts wirklich. Ich kann ja mal fragen hier so. Bewegen. Blablabla, 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 blablabla. Okay. Das erste nochmal. Alles klar. Ja, okay. Ich glaube, ich habe das verstanden. Ich glaube, das ist das ähnliche System wie bei den Pokémon-Boxen. Man geht hier rein. Editor, was hat man hier? Sumpf, Gras, Einöde, Savanne. Ist das die Wüste? Einöde? Savanne? Okay, das ist das Standardding, das ist das, wo man reinkommt. Dann tausche ich das mal aus, aber Savanne, ist das nicht die Wüste? Ich weiß nicht. Oh, Seite 1 von 2, wir können auch auf die zweite Seite gehen, was haben wir hier noch? Waldstück, Sumpf. Wüste, hier ist die Wüste. Was haben wir noch? Okay, okay, Wüste. Wüste nach vorne. Das sollte schon gewesen sein. Hat sich geändert, alles klar. Dann wollen wir hier einmal rein. Einmal bitte einen Sandan fangen und dann wieder raus und Abflug. So. Alles klar. So, das ist jetzt hier die Wüste. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier kriegen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Tragosso, alles klar. Scheint also hier Tragossos zu geben, das ist sehr interessant. Ist das jetzt hier auch die Wüste? Ich habe das doch an die erste Stelle gesetzt. Eigentlich sollte das hier die Wüste sein.
Knockers. Knogger. Sieht aber ziemlich unfreundlich aus, das Knogger, als wenn es dir den dicken Knochen mitten auf den Schädel hauen wollte. Vor allem mit dieser Animation, mit diesem Sprite, richtig heftig. Bock! Okay, ich hätte jetzt gerne Sandan. Gibt's hier Sandans? Ich weiß, dass dieses Safari-System hier sogar ein bisschen komplexer ist, weil man Sachen verschieben kann. Da haben wir es doch endlich, ein Sander. Sehr schön. Also die gibt's hier wirklich zu fangen. Ich werf mal einen Köder. Versuchen wir diesmal mal eine andere Reihenfolge als beim letzten Mal. Es ist nach dem Köder einfach... What the fuck? Na toll. Jetzt kriegen wir wieder Ewigkeiten keinen Sandern, wie ich mich kenne. Please, Luck. Gib mir Sandan. Gib mir Sandan. So. Sorry, ich musste kurz irgendwas fixen. Sah ziemlich gebroken. Sah ziemlich kaputt aus. Aber jetzt sollte es in Ordnung sein. Jawohl, das ist okay. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal hier so einen Köder werfen. Hoffentlich läuft das Sandan dieses Mal nicht weg. Friss. Frist konzentriert. Oh, alles klar, nochmal ein Köder. Für dass du ein Stück näher kommst. Frist. Alles aufmerksam. Okay, nicht mehr konzentriert. Einmal Matsch muss sein. Tut mir leid, Sandan. Komm schon. Ist wütend, beobachtet alles aufmerksam. Köder. Köder, Köder, Matsch, Köder. Habe ich das letztes Mal auch so gemacht? Eigentlich wollte ich eine andere Strategie fahren dieses Mal. Aber ich mache es einfach mal genauso. Hoffentlich bleibt es drin. Ich brauche einen Sandan. Zwei. Drei. Jawoll. Quest schon abgeschlossen. Das ging einfacher, als ich dachte. Sehr schön. So, ich möchte dem Sandan keinen Spitznamen geben. Es ist kein First Encounter. Wir brauchen es nur für die Quest. Von daher. So. Einmal raus hier. Möchtest du trotzdem aufhören? Ja, möchte ich. So, jetzt gehe ich einmal ins Pokécenter. Mal ganz schnell das Sandan ins Team holen, um es mir zu zeigen, so wie immer. Wie beim letzten Mal auch mit dem Kleinstein. Bild PC, jawohl. Pokémon bewegen. Hier ist unser Sandan. Bewegen wir das Sandan mal. Und switchen es einfach mal gegen Hawks kurz rein. Sehr schön. So. Ja. Weißt du, mein Traum war es, junge Leute mit deiner Leidenschaft für Pokémon bei Safari-Abenteuern zu begleiten. Irgendwie hatte ich das Gefühl, mit diesem Traum etwas völlig Neuartigen auf der Spur zu sein. Mit der Safari helfe ich unter anderem Leuten wie dir dabei, ihren Pokédex zu vervollständigen. Aber ich selbst kann dabei auch noch eine Menge lernen. Das war der Gedanke hinter allem. Noch eine Sache. Ich weiß, du bist jetzt eigentlich der Besitzer der Safari, aber würdest du vielleicht trotzdem immer die Eintrittsgebühr bezahlen? Ich muss leider auch etwas davon leben. Ich werde mir im Gegenzug auch weitere Attraktionen einfallen lassen, die dabei behilflich sind, deinen Pokédex zu vervollständigen. Schön, dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei der Safari-Zone. Bin ich jetzt einfach der Leiter dieser Safari-Zone geworden? Eigentlich habe ich gar nichts davon. Ich muss weiterhin bezahlen, ich bekomme nichts als Bonus. Im Grunde hat der mir nur einen Titel übertragen und gesagt, hier, dein Gesicht steht auf der Safari-Zone, du übernimmst die Verantwortung, während ich im Hintergrund die ganze Scheiße mache. Das ist das, was er gerade gesagt hat, wortwörtlich. Eigentlich. Das ist voll die Abzocke. Ah, whatever. Whatever. So, aber jetzt haben wir keine weitere Quest gekriegt. Ich bin ziemlich verwirrt. Das heißt, wir können jetzt... Ich guck mal ganz kurz erstmal auf die Karte. Pokécom. Wir können jetzt entweder zu den Studieninseln gehen, was uns noch nicht viel bringt, soweit ich gehört habe. Oder wir gucken uns mal hier drüben um, was das hier noch...
für uns so auf sich hat. Hier gibt es nämlich noch was zu machen. So. Jo. Hier ist die dunkle Höhle mit dem Anschlussding. Hier ist die Route 45, auf der wir unseren Encounter ja schon hatten. Und dann kann man hier oben noch hingehen. Hier sind wir gerade. Oh. Oh. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rechts lang. Kriegen einen Encounter auf der Route 44. Gehen rüber in die andere City und gucken mal, was wir da noch machen können. So. Oh, das Item von Hawk können wir einmal mitnehmen, weil es es nicht mehr braucht. So, jetzt einmal bitte fliegen. Es braucht das Item halt wirklich nicht mehr. Falls wir ein neues Flug-Pokémon kriegen, kann es das Item definitiv bekommen. Habe ich kein Problem mit. Ah, jetzt ist der Typ uns auch durch. Sehr schön. So. Ich glaube, hier werden wieder einige Trainer auf uns warten, einige Fights. Also können wir uns hier erstmal kurz durchbetteln und dann weiter nach rechts zu der City laufen, wo wir dann wahrscheinlich unseren letzten Arena-Orden easy peasy kriegen und uns dann Richtung Arena mit unserer Elite 4 machen können. Unser Pokémon-Liga. Und ja. Ja, ich wechsle das Pokémon. Ich würde gerne auswechseln zu Dago. Denn soweit ich weiß, mag Knackneon nicht wirklich gerne Wasserattacken. Und der Surfer kriegt das von mir jeden Tag gerne zu spüren. Und naja, ich beschwere mich nicht. So, mal die Apfelkoko mitnehmen. Da habe ich mich irgendwie noch gar nicht drum gekümmert, um diese Teile an sich. Ich war noch nicht bei Kurt oder sowas. Seitdem. Aber ehrlich gesagt juckt mich das auch nicht wirklich. Ich muss ja sagen, ich finde die zweite Generation von Pokémon, vor allen Dingen die Remakes in Soul Silver und Heart Gold, ziemlich cool. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Was ist denn mein hier? Einsamer Weg, der irgendwo hinführt. Ich muss alle Wege wieder erkunden, ihr kennt mich. Aber ich finde die Welt von Pokémon, gerade hier in dieser Version, die ist zwar groß und interessant und schön aufgebaut, aber es ist ja dieses typische Aftergame, was hat man nach dem Spiel, beziehungsweise was bietet einem das Spiel, während man spielt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier immer nur, gerade in der zweiten Generation, dem Weg folgt, wirklich immer nur stupide dem Weg hinterherläuft und nie wieder zurückgeht. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel hier oben diese Route, ich habe das Gefühl, wenn ich die einmal durchgelaufen habe jetzt wirklich, dass ich nie wieder hier hingehen muss, so nach dem Motto. Weil hier ist einfach nichts mehr zu tun, außer halt den Pokédex vielleicht zu vervollständigen. So, aber zum Beispiel in den anderen Spielen, so Saphir, Rubin oder halt auch in Blau und Rot damals, beziehungsweise auch in den Reworks, da hat man immer wieder einen Grund gehabt, durch andere Cities durchzugehen, weil man halt so ein bisschen hin, zurück geschickt worden ist. Man so ein bisschen, so ein bisschen auf die Städte so angewiesen war. Man musste halt zu der Stadt, um das zu kriegen, dann zu der Stadt zurück, um das zu kriegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist in diesem Spiel hier nicht wirklich so viel gegeben. Man ist, glaube ich, ein- oder zweimal zwischen den Städten hin und her gependelt so ein bisschen. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Irgendwie fühlt sich hier diese Welt nicht so verbunden an, sondern in Gold und Silber, finde ich, ist das irgendwie eher so eine lange Strecke, die man nachläuft. Trotzdem finde ich Gold und Silver von der Map her, also von der Welt her, super geil aufgebaut. Ich finde Johto ist einer meiner Lieblingsabschnitte von der ganzen Pokémon-Welt. Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf gekommen bin, aber tja. So, Level 35 auf Felix. Sehr schön. Felix holt auch langsam auf. Ich möchte alle Pokémon so ziemlich Richtung 36, 37, 38 bekommen, bevor wir zur nächsten Arena gehen. Da ich davon ausgehe, dass das Ace-Pokémon
von dem Arena-Leiter auf mindestens Level 50 sein wird. Außerdem wäre es richtig geil, wenn wir bis zur Top 4 alle unsere Pokémon mindestens auf Level 40 haben würden. Und ich glaube, das ist schon relativ low gehalten für, ich hätte eigentlich Biss benutzen sollen, das ist schon relativ low gehalten für einen Elite 4 bzw. Top 4 Content, der nachher noch im Spiel kommt. Weil der Fisch bleibt mal drin. Ja, weil ich normalerweise gewohnt bin, so mit Level 45 bis 50 oder 55 sogar zur Top 4 zu gehen. Aber wir werden sehen, wie sich das verhält und ob wir noch Experience kriegen unterwegs. Ich bin gespannt. Ist mich vergiftet. Sehr schön. Abfuck! Ich glaube, ich lasse Phoenix jetzt mal an der Spitze des Teams. Oh. Ja. Klar. Ich glaube, ich lasse Phoenix aber jetzt nochmal an der Spitze des Teams und heile es kurz mit einem Gegengift, damit wir weiter trainieren können, damit es mindestens den Level 36 erreicht. Item. Nee, das wollte ich nicht machen. Kann man hier in dieser Version nicht? Dann muss ich halt erst auf den Beutel gehen, alles klar. So. Medizin, Gegengift, benutzen. Auf Phoenix. Sehr schön. Jetzt gehe ich einmal weiter hier lang. Ich möchte wissen, was hier noch ist. Wahlglas, okay. So, haben wir hier noch ein Hidden Item? Carbon, ich wusste es doch. Irgendwofür muss diese Lücke zwischen den Bäumen gut gewesen sein. So, jetzt sind wir einmal hier komplett rumgelaufen, wie es aussieht. Ne, da wollte ich erst später hin. Bin ich jetzt eigentlich schon auf der Route 44? Fragezeichen. Ist das jetzt schon Route 44? Warte, das zeigt dahin. Moria City. Das ist Route 44. Hier können wir uns einen Encounter sichern. Ich bin mir nicht sicher. Sollte ich surfen oder sollte ich vielleicht lieber angeln? Mein Angel-Encounter ist safe Level 20. Ich weiß nicht, auf welchem Level meine Surf-Encounter hier sein werden. Azurill. Alles klärchen. Ja, ich wechsle das Pokémon. Oh ne, nicht Hawks, ich meinte Dago. Dago mal schön rausschicken, Surfer drüber hauen. So, da gehört auch fast ein Level 35, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann können wir beide Pokémon jetzt hier auf der Route vielleicht sogar noch auf 36 trainieren. Also, ich versuche mal kurz den Encounter zu kriegen. Ich glaube, Surfen ist die beste Möglichkeit, die wir haben, um einen High-Level-Encounter zu bekommen, der mit uns mithalten kann. Ah, hier ist auch ein Grasstück, das ist natürlich noch geiler. Und wir finden hier noch ein Item. Tamotbeere, interessant. So, unser erster Encounter auf der Route 44 ist Illekid. Ist jetzt nichts, was wir wirklich brauchen würden. Und seine Stats sind aufgrund der Tatsache, dass er ein Baby-Pokémon ist, auch ziemlich klein gehalten, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, es ist ein interessantes Pokémon, keine Frage. Und es hat mit Elevoltech am Ende ziemlich großes Potenzial. Elevoltech ist ein richtiger Killer. Sternschauer. Ich werfe nochmal den Flottball. Schade, okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ich überlege gerade ernsthaft, wie ich dieses Elekid schwächen kann. Meine Pokémon sind nämlich alle so hoch, ich habe Angst, dass es One-Hit-K.O. wird. Allerdings habe ich ja noch den guten Iron Head im Team, den ich nie benutzt habe. Oh, Power. Schockwelle. Ich glaube, damit kann ich leben. Sollte ich easy wegstecken können. Oder auch nicht, das macht verdammt viel Schaden. Aber es hat Überreste, das habe ich ganz vergessen. Gut, dann schaue ich mal. Ich kann dir bestimmt eine Kopfnuss geben, ohne dass du drauf gehst. Ich bin nämlich nur Level 20, davor solltest du
Davon solltest du nicht so viel Schaden kriegen, auch wenn es eine relativ starke Attacke ist. Aber mein Iron Head hat auch nicht die allzu hohe. Es crittet. Eiskalt. Oh mein Gott. Fuck. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Tja. Ist nicht sehr effektiv, ja, das weiß ich selber. Maita kann ich dich, glaube ich, nicht schwächen. Ich gebe dir halt jetzt noch die Donnerwelle und versuche dich jetzt mit dem Überball zu fangen. Sieht so aus, als wenn unser Team sich ordentlich dezimieren würde. So, einmal den Überball drauf. Och, komm schon. Mist. Tja, aber ich will ja nicht sagen jetzt, Leute, aber ich werde Iron Head zwar aus dem Layout nehmen, aber ich werde es nicht aus dem Team nehmen können, ganz im Ernst, weil wir brauchen Pokémon, das die ganzen VMs kann, und Iron Head ist das perfekte VM-Pokémon, also als VM-Slate werde ich es in der Party haben müssen. Ich muss dringend darauf... Erstmal heile ich jetzt hier kurz. Ich brauche dringend neue Potions. Ich muss dringend ein neues Flug-Pokémon fangen, das Hawks ersetzen kann, sodass wir ein kampffähiges Teammitglied haben, das trotzdem fliegen lernen kann. Davon sind wir wirklich abhängig. Zur Zeit zumindest, da wir so viel noch unterwegs sind, von links nach rechts reisen, also zumindest zu diesen Event-Orten reisen. Man hat jetzt ja, ich habe eben gesagt, man hat in dem Spiel kein wirkliches Backtracking, das ist leider so. Aber zu so Sachen wie in der Safari-Zone oder so, das sind für mich keine wirklichen Story-Backtracks. Das sind so Nebenquests, die man so oder so macht, einfach nur wegen Pokédex oder weil es im Spiel vorgegeben ist oder. Deswegen, ich sag nur Fossania City, Pokémon Blau. Da ist man oft genug durchgefahren. Oder zwischen der zweiten und der dritten Arena. Die Fahrradquest, etc. Beziehungsweise den Rocktunnel. Ich glaube, das war der Rocktunnel, der Dunkelhöhle damals. Wo man auch hin und her musste und sich dann musste erst dann durch die dicke Höhle, um den Blitz zu holen, dann zurück nach Romania City oder wie das hieß und dann bla bla. Brauchte man erst von dem Schiff den Zerschneider und also Späße und dann muss man zurück wieder zur anderen City nach oben und dann alles mögliche machen mit dem Zerschneider da durch und dann die Höhle. Das ist, was wirklich so hin und her bewegend ist, aber so ein bisschen kurz darüber fliegen, sondern fangen, keine Ahnung, das ist für mich irgendwie kein richtiges Backtracking. Endlich, jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht und finally haben wir dieses scheiß Elekid gefangen. Meine Fresse, nee. Sehr schön. Geil. Geil. Elekid. Ja, ich möchte dir einen Spitznamen geben. Kiddo. Das ist mein kleines Kiddo. Kiddo. Rose Marine, tut mir leid, sorry. Ich bin ziemlich busy, was das betrifft. Einmal bitte Surfer, einmal bitte weg. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich jedem meine Telefonnummer gebe. Ich gehe eh nicht dran. Könnte ich im Real Life sein. Ach ja. Die Gegner kriegen ja aber ganz schön Levelschub schon dazu. Ich muss sagen, von diesen typischen 22ern auf 29er zu springen, ist schon heftig. Ich meine, das hält immer noch nicht mit unserem durchschnittlichen Level-Cap mit. Allerdings ist es trotzdem schon relativ heftig im Vergleich zu anderen Sachen. Dementsprechend gibt das ja auch einiges an Experience, wo ich mich ehrlich gesagt nicht beschweren kann. Ich switche jetzt nochmal zu Dagum, das Lunastein eben wegzuhauen. Ja, es ist ganz okay, ne? Es ist angenehm. Surfer drüber. Sehr schön.
So, 35 auf Dago. Wir machen Fortschritt. Wir machen definitiv Fortschritt. So, kämpf mit uns. Machen wir dich noch kurz platt. Oh Gott, ein Inkognito. Die Dinger sind ja so abfuckt, ne? Ich weiß noch früher, dass ich die alle gefangen habe, um damit Wörter schreiben zu können. Und weil ich halt wirklich damals dachte, es wären einzelne Pokémon. Was waren alles die gleichen? Und ich hatte eine ganze Box voll auf dem PC. Und es hat keinen Sinn gemacht, aber egal. Kraftreserve. Ja. Ich erinnere mich. Sehr schön. Lucario. Ziemlich cooles Pokémon. Habe ich auch einiges an Respekt vor. Ich switch mal raus nach Cinco. Energiefokus-Schlitzer-Kombo. Wie immer sollte es richten. Daneben, sehr schön. Und es fehlgeschlagen, auch sehr schön. Crit. Ist nicht sehr effektiv, ja, das weiß ich, aber trotzdem. Cinco ist auch stark genug, um wegzutanken, von daher. Da ist der Crit. Crits machen trotzdem viel Schaden. 3-Hit K.O. Und noch ein Crit. Wie wir sehen, Cinco ist ein Crit-Monster. Ein Crit-Monster. Sehr geil. Okay. Und ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut für diese Episode, speichern unser Spiel, um sicherzugehen, dass wir keine Daten verlieren, so wie immer. Und ich würde sagen, wenn es euch diese Episode gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, haut mal richtig drauf auf den Like-Button. Ansonsten hinterlasst mir einen Comment, Kritik und Feedback natürlich auch immer gerne in die Comments. Und yo, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.